Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Mittelerde, Mordors Schatten. Und in der heutigen Folge werden wir uns mal in Richtung dem Zwerg aufmachen. Der ist nämlich hier genau einmal am anderen Ende der Welt. Wir werden aber, ich weiß nämlich nicht, ob wir in dieser Folge noch bei ihm ankommen werden. Denn wir werden in der Folge währenddessen versuchen... Oh, warte, wir müssen ganz kurz auf den Turm hoch, weil da gibt es nämlich eine Trophy. Und zwar, wir werden in der Folge versuchen, so viele Hauptmänner wie nur möglich für uns zu gewinnen und, ja, zu brandmarken. So, ist hier unten ein Ork? Weil da gibt es nämlich eine Trophy für, von so einem Turm auf die Orks runter zu springen. Aber die sind alle zu weit weg. Der eine sah gerade aus, als wäre er näher, aber ist er gar nicht. Gut, dann machen wir, wie gesagt, wir machen uns in Richtung auf zum Zwerg. Werden aber möglichst viele Hauptmänner brandmarken. Und wir gucken direkt mal, ob hier irgendwo einer ist. Da ist sogar einer von mir da oben. Die Karagors, die killen hier alles. Gut, wir schaffen uns erstmal einen neuen Aussichtspunkt auf der Plattform hier vor uns. Und werden dann hoffentlich den ein oder anderen Hauptmann entdecken. Ah, zu dem kommen wir gar nicht so hoch. Schleichbrandmarkung von hier oben, nice. So, da haben wir schon mal einen neuen. Und jetzt gucken wir erstmal wieder von hier. Sehen wir hier irgendwo einen? Da unten ist eine Gruppe von Orks. Direkt vor mir? Ah ne, der hat nur ein Schild, das rote. Ich dachte jetzt schon, das wäre was gewesen. Man findet hier kaum Hauptmänner. Und dann, wenn man einmal einen findet, dann kommen gleich wieder 10 Leute auf einmal. Lol. Oh lol, da ist ja noch einer. Im Gebüsch. Killt den für mich. Ja, machen sie. Lol. Oh fuck. Ey, lass meine Leute in Ruhe. Oh scheiße. Alter, wieso ich hier meine eigenen Leute mit attackiere, verstehe ich auch nicht. Fuck. Scheiß Karagor. Nein. Wo bist du? Da drin irgendwo. Tot, oder? Tot, ja. Hat's weggeschleudert. Verreckt mal hier noch halb. Wen haben wir denn hier? Ah, jetzt. Ich muss mal kurz Facebook ausmachen. Da kommen gerade zu viele Nachrichten rein. Das ist nicht so cool, wenn die ganze Zeit im Hintergrund läuft. Ist das jetzt eigentlich mein... Ah nein, das ist mein Hauptmann. Ich dachte schon, das wäre mein Häuptling. Aber mein Häuptling sitzt, glaube ich, in der Festung und, keine Ahnung, genießt ein Stück Menschenfleisch oder so. Okay, okay, okay. So, gibt's hier irgendwo Hauptmänner in der Nähe? Ohne Mist, hier siehst du keinen Hauptmann. Keine Sau hier. Die Schützen trainieren schon den ganzen Tag. Ich habe tote Karagor gesehen, die härter arbeiten. Sehr gut. Können wir alle schöne übernehmen. Ach, kämpft er jetzt schon für mich? Ah, ne. Kill den mal. Was soll denn das? Verteidigt mich. Verteidigt mich. Was soll denn das? So, das hast du davon. Oh, fuck. So. Was soll denn das, Leute? Ihr könnt mich ruhig mal verteidigen. Was ist denn euer Problem? So, gibt's hier irgendwo einen Hauptmann? Wieso gibt's denn hier keine Hauptmänner? Ich verstehe es nicht. Hallo, Hauptmann, wo bist du?
Hier müssten da eigentlich so viele sein. Zumindest mal ein, zwei auf der Strecke, die ich hier laufe. Alter. Die Karagor, die killen hier einfach alles. Finde ich erstaunlich, dass hier gerade echt keiner ist. Ihr gehört alle mir. Unterwerft euch. Na, wir haben noch 1300 Fuß vor uns. Bis dahin kann ja noch irgendwo ein Hauptmann auftauchen. Wahrscheinlich müssen wir in diese Festung da rein oder so, um die zu finden. Weil so mitten auf dem Feld kommen die hier recht selten vor. Da haben wir einen. Da haben wir Brock. Gewitterwolke. Ziel markieren. Na, dann holen wir uns mal den. So, wir klettern erstmal hoch. Oder? Neue Spuren entdeckt. Was immer die Aber hier sind ganz schön viele Orks unterwegs. Echt viele Orks. Ein guter Kampf bevor. Kriegen wir die alle weg? Ne, oder? Eigentlich nicht. Mann, jetzt verreck doch einfach mal. Ja, genau dich will ich nämlich haben, Kollege. Brock, Gewitterwolke. Du gehörst gleich mir, mein Freund. Oh, fuck you, Alter. Vergiften, was soll das denn? Oh, Kampfmeister, was ist das denn? Weg mit dir, ich bin hier mit deinem Commander am Kämpfen. Ey, was soll das denn hier mit dem... Scheiß Leuchtfeuerkacke, weg mit dir. Ich muss erstmal deine Gefolgsleute killen. Weg mit euch. Nein! Oh, der war knapp. Alter, wo kommen denn die schon alle her hier? Scheiß vergiften. Weg mit euch. Alter, wie viele schon wieder? Das ist doch schon wieder ein schlechter Plan von mir gewesen, habe ich so das Gefühl. Wow, wow, wow. Der war knapp. Wow, Alter, was war das für ein Move? Chill mal dein Leben. Ach du Scheiße, Alter, das sind wieder viel zu viele. Folge mir. Mein Freund, folge mir. Komm hinterher, genau. Ich warte auf dich. Oh, Alter. Was macht der für Moves? Viereck. Konnten wir nochmal abwehren, die ganze Sache. Der hat wieder voll Energie. Okay, wir hauen ab. Wieso hat er wieder voll Energie? Was ist das für einer? Hier oben ist eine Pflanze. Lauf. Weg mit dir. Hier ist irgendwo eine Pflanze, hab ich gesehen. Wo ist die scheiß Pflanze? Ich sehe die doch hier auf der Karte. Okay, wir müssen weiter weg. Tschüss. Tschüss, Leute. Tschüss. Das war mal ein richtig beschissener Plan, habe ich so das Gefühl. Ich mache mir keine Sorgen, dass der Grabwandleuchter dazu bringt, euch gegen mich zu wenden. Ich könnte es mit geschlossenen Augen. Gut, wir scheinen noch etwas zu schwach zu sein für den. Der hat sich einfach mal geheilt, ja. Was ist denn sein fucking Problem? Da, tot. Oder noch nicht, aber jetzt. Gut.
dann gehen wir erstmal weiter. Wir bräuchten Pfeile, sehe ich gerade. Wir haben keine einzigen Pfeil dabei. Weg mit dir. Wir müssen ja auch nicht jeden Ork übernehmen, weil so wichtig sind die Viecher ja nicht. Zumindest nicht die einzelnen normalen. Wow. Okay. Da. Motherfucker. Seinen Kollegen interessiert's gar nicht. Kopf ab. Gut. Was haben wir hier für eine Faustaufgabe? Ist das auch neu? Was ist das? Das Heilmittel. Nachdem Marvin von Saruman besessen wurde, benötigt Lithariel deine Hilfe, um das Elixier zu finden und ihre Mutter zu heilen. Das ist die ganz normale Story-Mission. Ja, das ist die ganz normale Story-Mission. Okay, dann machen wir uns weiter zu den Zwerg auf. Weil, wie gesagt, ich möchte nicht einfach so die Story durchhämmern, das wäre ein bisschen langweilig. Wobei die Zwergen-Mission ja quasi doch mit zur Story gehört, aber nicht den Hauptstory-Strang bildet, glaube ich. Glaube ich zumindest jetzt. Also sicher bin ich mir nicht. Aber normalerweise geht es ja wirklich bei der Faust immer weiter. Weil der Zwerg bringt uns ja nur neue Artefakte und dadurch neue Fähigkeiten. So, und da sind wir nämlich schon fast da. Und haben aber noch keine Pfeile. Das ist eigentlich nicht so gut. Aber wenn wir Pfeile benötigen für die Mission, kriegen wir die ja eh kurz davor. So ist das nun mal in Videospielen. Mächtige Beute! Dieser Zwerg behauptet, er wüsste, wo sich weitere Artefakte aus Celebrimbors Vergangenheit verbergen. Let's do this, Morfork. Er hat mich nicht gehört. Ein zielgenauer Treffer. Schön gemacht, Zwerg. Nichts von ihm wird verschwendet werden. Wie heißt du, Weißläufer? Talion. Was warst du, ein Leutnant? Eigentlich war ich Hauptmann. Oh, ich verstehe. Wir haben einen Hauptmann unter uns. Nun, das ändert alles, was? Der Hauptmann kommt, schärft schön die Schwerter, und seht zu, dass eure Stiefel blitzen. Nun sagt mir, Hauptmann, hast du jemals einen Grauk gejagt? Ein Grauk? Ein Grauk hat, was du mir versprachst? Ja, aber nicht irgendein Grauk. Der größte, den ich je gesehen habe. Ach du Scheiße. Machen wir uns bereit. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich wurde gut geschult. Mein Hund, Silver, war auch gut geschult. Also, bevor ein Warg sie verspeist hat. Jagd kennt keine Regeln, Jungchen. Wir stellen sich in Reihe und Glied und lassen uns Befehle geben. Hier geht's um Instinkt. Es geht um Bauchgefühl. Und, wie du hier siehst, habe ich von beidem mehr als genug. Du willst also lernen, wie man jagt. Folge mir. Hä, das habe ich dir niemals gesagt. Ich habe niemals gesagt, dass ich lernen will, wie man jagt. Ich kann das. Schämen musst. Die erste Lektion der Karagor-Jagd? Nicht sterben. Wozu brauchen wir sie? Wir reiten auf ihnen. Sie sind gute Reittiere für unsere Jagd. Dein Rang wird die Bestien nicht beeindrucken. Für sie schmeckt jedes Fleisch gleich. Fleisch gleich, reimt sich. Warst, Jungchen, bist du ein anderer Mensch. Hoffentlich ein besserer, aber wer weiß. Als ich Wargs jagte, habe ich ihr Verhalten schnell erkannt. Aber die Karagor, diese Bastarde machen es einem schwer. Ich habe fast ein Jahr gebraucht, um sie zu verstehen. Karagor, diese Biester hassen Wasser.
Einmal wollte ich auf einem durch einen Fluss reiten. Er sprang mit mir eine Klippe rauf. Unglaublich, was sie tun, um einer Wäsche zu entgehen. Die Jagd ist meine Geliebte. Schön, aufregend, mitreißend. Und sie nörgelt nicht wie meine Frau. Du hast doch nicht gelebt, bevor du nicht auf der Jagd warst, Jungchen. Selbst die Luft riecht anders. Nach Triumph. Waldläufer, hier rüber! Jetzt hau mal nicht so auf die Kacke, ja? Oh, da ist einer. Zwei. Der dort drüben sieht ziemlich wild aus. Versuch gar nicht erst, dich an einen Karagor ranzuschleichen. Er riecht dich auf eine Meile. Was schlägst du dann vor? Spring doch auf und stell dich vor. Bitte um ein Tänzchen. Du hast die Fähigkeit erlernt, den Sprungangriff eines Karagors zu kontern. Dreieck und die Bestie damit zu betäuben. Benutze R1, um betäubten Karagor zu besteigen. Alles klar. Na dann los. Beherrsche den Karagor. So, wie machst du das jetzt? Oh, jetzt hätte ich kontern können. Verdammt. Komm schon, Karagor, komm! Na? Komm, mein Kleiner, komm, mein Kleiner. Komm, lass uns tanzen. Oh, fuck. Wie mache ich das jetzt? Also es hat mir ja gerade Dreieck angezeigt, aber da habe ich nicht reagiert. Na, Attacke, mein Kleiner. Komm. Put, 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 put. Komm schon. Hab dich nicht so. Wie konnte ich das denn jetzt? Boah, jetzt hat's. Lol. Oh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? What? Okay, nochmal. Der ist auf einmal komplett ausgerastet, auf einmal kamen irgendwelche Tastenkombinationen, von denen ich gar nicht dachte, dass die kommen und ja, okay. Geht los, nochmal. Diesmal machen wir es beim ersten Mal. Ja, haben wir schon gelesen, komm. Komm. Na? Komm schon, mein Kleiner. Jetzt aber. Du gehörst mir. Hä, ich hab doch 3 gedrückt, Alter. Willst du mich verarschen? Jetzt geht das wieder los hier. Komm zu mir. Ich warte auf dich. Wow, jetzt hätte ich... Oh, lol, Alter. Schon wieder den Spaß hier. Ah, okay, das war das. Okay. Wuhu, ich habe einen Karagor, oder? Noch nicht ganz. Jetzt gehört er mir. Geil, oder? Und der steigt einfach auf, willst du mich veralbern? Wieso hat denn der so einen hellen? Wieso ist den seiner so hell? Ich will auch so einen hellen haben. Ey, wollen wir tauschen? Wieso ist denn den seiner so hell und anders? Du bist wohl ein Naturtalent, Junge. Der hat Hörner. Du hast dich gut geschlagen. Wo hast du das gelernt, Jungchen? Ich kam vom Schwarzen Tor. Das Schwarze Tor? Ist es schön da? Klingt echt trostlos. Wieso hat er so einen hellen? Ich will auch so einen hellen Karagor. Mal sehen, ob deine gezähmte Bestie für dich kämpfen wird. Klar kämpft die für mich. Was ist denn dein fucking Problem? Zack, weg mit euch! Eliminiere die Uruk-Wächter. Na dann los. Der ist zurück. Ey, wirf hier nicht mit deinem Scheiß rum. Dafür wirst du gefressen.
Folge, Torbin. Na, wohin geht's mit deiner shiny Karagor-Bestie? Jagst du schon lange in Nurm, Zwerg? Seit vielen Jahren schon. Früher war das Land grüner. Nun geht es langsam seinem Untergang entgegen. Wie überall in Mordor. Attacke, das ist meiner, das ist meiner. Weg mit dir, Zwerg. Oh, schießen? Ja, klar kann ich das. Nein, vorbeigeballert. Nein, vorbeigeballert. Ach, du Schwein. War das eine Zusatzaufgabe? Ah, ne, töte mehr als er. Okay, na dann los. Das ist meiner. Das ist meiner. Komm, kill den. Wir müssen mehr killen als der hässliche Zwerg. Go, 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 go. Ich habe schon einen gesehen hier hinterm Baum oder so. Ja, nice. Ja, renn du ruhig nach da oben. Ich hol mir die Gruppe hier vorne. Was jemand mit dem Scheiß hier werfen müssen, ja? Mein armer Karagor. Der ist meine. So, wo ist die nächste Gruppe? Wir machen doppelt so viele Kills wie der. Ah ne, wir sollen nämlich schon folgen. Ja, haben wir dich ganz schön abgezogen, Kollege. Wir suchen noch ein weiteres Lager. Noch ein weiteres Lager. Kämpfe ganz nach Belieben. Nach gehen dir die Lektionen aus? Dann gehen dir deine Widerworte aus. Du musst schnell reagieren. Wenn wir dem Graug begegnen, kann ich dir nicht ständig helfen. Bei der Jagd geht es um Disziplin und darum, selbst den perfekten Moment zu erkennen. Statt darauf hingewiesen, da kommt unsere Gruppe. Einst verfolgte ich einen großen Adler zu seinem Nest. Ich habe von ihnen abgelassen. Schon bevor sie mich auf die Felsen schmetterten. Das ist unsere Gruppe, oder? Ich leg schon mal los. Erstmal alle wegmetzeln. Alter, lass mich in Ruhe. Alter, lass mich in Ruhe. Friss den, genau. Friss den. Ja komm, wir machen doppelt so viele, ohne Mist. Das schaffen wir. Ey, klau mir nicht die Leute. Oh, okay, den holen wir. Und los sprinten. Halte den Läufer auf. Easy going. Als wenn der schneller als ein Karagor wäre. Wow, Alter, weggeschnetzelt. Torwin ist zu ruhig. Irgendwas stimmt da nicht. Geh zu ihm, Talion. Wieso ist der jetzt auf einmal ruhig? Aber wir hätten fast doppelt so viele. Noch einer fehlt und wir haben doppelt so viele wie er. Vielleicht sollten wir den Jäger aufspüren. Das müssen wir ihn finden, oder was? Okay. Ich werde dich mir schmecken lassen, Zwerg. Ah, der hat den abgeschlagen. Die Ochs haben den runtergeschlagen. Zack, weg mit dir. Zack, weg mit dir. Und... Schleicht da jemand umher? Fressen! Happa, happa, happa. Zack. Der sagt da eh gleich, dass er nur so tut, oder? Du hattest ihn. Ich habe einfach mal doppelt so viele Kills gemacht wie du, du Pseudo-Jäger. All diese Fragen, Jungchen. Ich dachte, du solltest Anweisungen befolgen. Du beanspruchst meine Geduld, Torwin. Pass genau auf und entwickle Respekt für die Bestie. Um sich dem Graug zu stellen, brauchst du Größe und Stärke. Denk dran, auf der Jagd verdient man sich Respekt. Wer weiß, vielleicht wird er dich nochmal mit meinem Herrn anreden. Ja, voll witzig. Zieh ab, kleiner Mann. Okay. War ja eigentlich eine ganz coole Mission, würde ich mal sagen. Mächtige Beute. Dieser Zwerg ist weit weg von zu Hause. Ein Fähigkeitspunkt. Nicht alle, die wandern, sind verloren.
So, gucken wir mal direkt mal. Achso, Torwin, ja, das interessiert er kennen. Ich möchte meine Waffen und so verbessern. Und meine... Aber wir haben schon wieder neue Runen. Wann haben wir die bekommen? Die hier. Chance von 76% bei jeder Tötung mit Terrorisieren mehr als zwei Orks in Angst zu versetzen. Ja, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Was haben wir hier? Erhöht den Nahkampfschaden bei mittleren Trefferserienwerten 15 bis 29 um 20%. Das ist natürlich gut. Was haben wir hier noch? Chance von 52% die Gesundheit vollständig zu regenerieren, wenn die Trefferserie 30 erreicht. Das ist auch gut, aber wobei, so oft haben wir 30, glaube ich, noch gar nicht erreicht. Nee. Machen wir erstmal noch nicht. Wir haben ja sowieso nicht genug Kohle, um jetzt noch so einen Ruhenplatz freizuschalten, glaube ich, oder? Na doch, also wir hätten genug Kohle für einen, aber das lassen wir erstmal noch weg. Verbesserung, wir haben zwei Fähigkeitspunkte und wir haben schon wieder eine neue Reihe freigeschalten. So, was hätte man hier eigentlich noch? Schulterstoß, verbessert Sprintangriff, okay. Geistertodesstoß, Opfer von Aufzehrung, Klingenhagel, Tötung, explodieren, lassen umstehende Feinde zurückschrecken. Dann hätten wir hier noch Geiststoß, verbessert Geisterbetäubung, Kreisdrücken, sodass alle Gegner in einem kegelförmigen Bereich um dein Ziel getroffen werden. Ohne die anderen jetzt vorher zu lesen, das werden wir kaufen, weil das ist nämlich echt gut. Da können wir uns immer so Ziele einzeln rausnehmen, wenn wir die quasi so punchen. Was haben wir noch? Brandpfeile, oh. Wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, kannst du einen Brandpfeil verschießen. L2 und R1 gedrückt halten. Dann haben wir Todesdrohung. Sprich bei einem Verhör eine Todesdrohung gegen einen Hauptmann aus. Da habe ich übrigens schon mit dem Mitch drüber geredet, der sagt, dass die Hauptmänner dann richtig krass schwer wären, wenn man dann eine Todesdrohung ausspricht, weil die dann noch einen extra Machtschub und alles drum und dran bekommen. Das ist, ja, das lassen wir erstmal noch frei. Widerstandskraft. Die Fähigkeit, einen Schlag einzustecken, ohne dass die Trefferserie zurückgesetzt wird. Oh, das ist gut. Und Klingenmeister. Reduziert die Trefferserien-Schwelle für Hinrichtungen, Geisterblitz, Kampfaufzehrung, Geisterbrand und Brandpfeil von 8 auf 5. Ich würde sagen, wir machen erstmal das und wenn wir dann wieder einen Fähigkeitspunkt bekommen, machen wir Widerstandskraft. Aber erstmal das, dass unsere Trefferserie auf 5 sinken kann, also dass wir ab 5 schon diese Fähigkeiten einsetzen, das ist natürlich richtig krass. Das ist, denke ich mal, wichtig, wenn wir halt, ja, jetzt langsam wirklich schwere Hauptmänner bekommen. Ja, Appendenz ist ja nur diese ganzen Appendices. Ist nur dieser ganze Kram mit Infos und alles drum und dran. Verbesserung haben wir gerade angeschaut. Ja, könnte man alles kaufen. Hier Larum, Lirum, bla bla bla. Aber wir machen jetzt erstmal einen Cut für die Folge. Jagdkumpan ist jetzt verfügbar. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bye bye, Leute. Und...